Liebe Jury des Lupo Leo Awards, ich bin Lars, ich arbeite für Teach First Deutschland und ich freue mich riesig darüber, dass ihr uns in die finale Runde eures Awards gewählt habt. Ich spreche heute nicht als Mitarbeiter zu euch, sondern ich spreche zu euch als Fan. Als Fan unserer Fellows. Fellows sind sehr gute Hochschulabsolventinnen und Absolventen aller Fachrichtungen. Also das sind Ingenieure, das sind Leute, die BWL studiert haben oder eben auch Juristen, die sich entschieden haben, für 2 Jahre in Schulen im sozial herausfordernden Umfeld zu arbeiten, um bildungsbenachteiligten Kindern zu helfen. Die Lebenswelt von bildungsbenachteiligten Kindern ist die, dass ihre Eltern oftmals nicht gut Deutsch sprechen können, die sie nicht in ihrer Schule unterstützen können, die auf sehr kleinen Wohnverhältnissen leben und zum Beispiel noch nicht mal einen Schreibtisch haben. Jetzt gab es eine besonders schwierige Zeit und das war die Corona-Zeit. Und während dieser Zeit waren die Schulen sogar noch geschlossen. Und während dieser Zeit hatten sie kaum die Möglichkeit, den digitalen Anschluss zu erreichen. Da haben wir gesagt, speziell mit unseren Fellows, wir müssen diesen Jugendlichen helfen. Und das haben sie getan. Sie haben die Schulen zum Teil dabei unterstützt, die IT-Ausstattung richtig herzustellen. Sie haben Lehrer unterstützt, vernünftigen Unterricht, digitalen Unterricht zu machen. Sie haben selber Unterricht gegeben, um diesen Schülern zu ermöglichen, dass sie ihren Anschluss in der Schule nicht verlieren und dass sie ihren Lebensweg weitergehen können. Das ist total wichtig. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, dass es für euch zu Hause manchmal so ist, dass eure Eltern euch geholfen haben. Viele waren auch im Homeoffice der Eltern. Die Eltern unserer Schüler, die arbeiten zum Teil zum Beispiel in der Supermarktkasse oder haben eben Jobs, wo sie nicht im Homeoffice waren und konnten ihre Kinder entsprechend nicht unterstützen. Genau das haben unsere Fellows getan. Unsere Fellows sind Menschen, die wir in dieser Gesellschaft brauchen. Das sind Menschen, die anderen Menschen wie diesen Schülern eben die Hand reichen und sagen, hey, ihr werdet gesehen, hey, wir wissen, dass ihr Hilfe braucht und wir geben euch diese Unterstützung. Diese Fellows, die setzen sehr, sehr viel Herzblut in diese jungen Menschen ein und ich glaube, wir glauben, sie haben es mehr als verdient. Diese Wertschätzung auch von euch zu erhalten und der Gesellschaft zu zeigen, dass wir Menschen wie sie brauchen. Mit dem Preisgeld werden wir versuchen, weiterhin so fantastische Menschen zu finden, wie unsere Fellows und bildungsbenachteiligte Jugendliche in ganz Deutschland zu unterstützen. Aber noch wichtiger als das Preisgeld ist es, diesen Preis als Wertschätzung für unsere Fellows zu gewinnen und mehr Öffentlichkeit zu generieren, um zu zeigen, dass es sich lohnt, sich für diese Gesellschaft einzusetzen als Fellow oder eben auch insgesamt die Hand zu reichen an die Menschen, die es brauchen. Vielen Dank und eine gute Ideen- und Entscheidungsfindung.